Sie hatten sichtlich Spaß und waren mit vollem Einsatz dabei. Es war unfassbar. Also erstmal haben wir so viel Publikum gehabt, damit haben wir gar nicht gerechnet. Und die Kinder waren einfach obercool. Also coole Eltern, coole Kinder, die haben Sachen gemacht, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie das in einer Woche hinbekommen. Diese eine Woche war von dem Projekt Wir bewegen Schule inspiriert. Das Land Brandenburg hat über das Programm Aufholen nach Corona eine Plattform geschaffen, auf der es solche Angebote gibt. Und meine Kollegen und die Kinder haben sich Tanzen gewünscht. Und über diese Plattform bin ich auf Helden e.V. gekommen und auf die professionellen Tänzer von Wir bewegen Schule. Und die haben sich ganz schnell zurückgemeldet. Wir haben die letzte Woche, in der es möglich war, nutzen können, das Projekt zu machen und sind total begeistert. Diese Begeisterung war den Schülern anzusehen. Um so etwas auch zeigen zu können, braucht es gutes Training und Anleitung. Die hatte die Schule durch zwei professionelle Trainer. Ich bin der Rani Zellers, ich bin 27 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Ulm, wohne jetzt seit kurzem in Frankfurt. Und ich bin professioneller Tänzer, tanze auch im hessischen Nationalkader, Breakdance, wirklich auf Olympia-Level. Bin auch gelernter Erzieher und Pädagoge. Und ja, das bin ich. Ich bin der Sebastian Samstag, auch genannt Zippo. Ich tanze seit 17 Jahren Breakdance, auch im hessischen Nationalkader für Olympia. Beide hatten die Schüler zu solchen Leistungen bringen können. Eine Woche ist aber nicht viel Zeit. Das ist auch eigentlich immer die Schwierigkeit der Tanzlehrer, ne, dann in jede Klasse neu zu gehen und zu gucken. Also unsere Aufgabe ist es, jede Woche abzuschätzen, was kann man denn mit den Kindern machen. Ja, also wir haben wirklich ganz, ganz unterschiedliche Körpertypen. Wir haben manche, die sehr, sehr sportlich sind. Und unsere Aufgabe ist es, für jedes Kind ein Erfolgserlebnis zu haben. Ja, also man sieht, dass es kann nur funktionieren, wenn man als Klasse eine Einheit ist. Und wir versuchen, die Klassen zusammenzuschweißen, die Kinder zu bestärken und einfach das Selbstvertrauen auch aus den Kindern rauszuholen. Ja, dass auch die Kinder, die vielleicht nicht unbedingt die sportlichsten Kinder sind, ein Erfolgserlebnis haben. Und ich glaube, das war heute deutlich zu sehen. Lächelnde Gesichter, strahlende Kinder und ja. Schon von Weitem konnte man die Begeisterung der Schüler und auch Eltern und Zuschauer hören. Eine solche Unterrichtswoche zu Schulbeginn motiviert sicherlich enorm. Durch die Planung des Unterrichts hatten die Kinder ja Unterricht und Tanzen, sodass Sport jeden Tag war. Wir hatten ein absolutes, ruhiges Klima an der Schule. Die Tänzer waren beeindruckt. Die Kinder haben die beiden coolen jungen Leute geliebt. Und unsere Kinder waren ehrgeizig ohne Ende. Die haben am Nachmittag weitergeübt, die haben zu Hause weitergeübt, super motiviert. Die waren total gespannt auf die Aufführung heute. Die Aufführung in der Turnhalle ist das Ergebnis dieser Tanzwoche an der Diesterweg-Schule. Wir waren die ganze Woche mit den Kindern am Üben. Also wir hatten pro Tag immer eine Doppelstunde mit jeder Klasse und haben in der Woche einen individuellen Tanz mit jeder Klasse ausgearbeitet. Genau, und heute war der Präsentationstag, bei dem die Lehrer und Eltern dabei waren und natürlich auch die ganze Schule. Nicht nur die Schüler waren begeistert. Auch die beiden Trainer nehmen gute Erfahrungen aus der Stadt und der Region mit nach Hause. In Eisenhüttenstadt, muss ich sagen, wurden wir wirklich super positiv empfangen. Also es war wirklich von Anfang an ein familiäres Gefühl. Die Lehrer sind wirklich super nett, kommunikativ. Und wie ich das vorher schon gesagt habe, meistens merkt man das schon, wenn das Kollegium funktioniert, dann funktionieren auch die Kinder. Und wir hatten wirklich nur positive Eindrücke. Und deswegen wollen wir uns auch nochmal beim ganzen Lehrerteam und der Schule bedanken, dass wir wirklich da so herzlich aufgenommen wurden und empfangen sind. Genau.